So, eine ganze geschlagene Folge habe ich aufgenommen mit diesem Boss, die zu nichts geführt hat. Das mögt ihr gar nicht glauben. Ich sag's mal gleich vorneweg, die kann ich maximal noch als Bonus hinten dran packen, die Folge für Leute, die wirklich interessiert sind und dann bis zum Ende dran geblieben sind. Aber das war so ineffektiv. Ich habe jetzt hier gerade wieder die erste Phase geschafft, deshalb ist der mal ganz ruhig. Und jetzt werden wir hoffentlich die zweite Phase mal so schaffen, wie sie geschafft werden will. Denn die Sache ist die, offensichtlich ist sich da auch das Internet nicht einig. Ich habe einen Guide befolgt, der mir nichts gebracht hat. Der hat nämlich gesagt, ja, schieß ihn von der Seite an, so wie ich es auch gemacht habe, oder in den Rücken, was ich auch als nicht sehr sinnvoll erachte. Ich habe alles probiert. Ich habe ihm in die Birne geschossen, wenn er nachgeladen hat. Ich habe die Beine genommen. Ich habe die Seite genommen. Ich habe den Rücken genommen und er ging einfach nicht down. Ich habe alle meine Sachen reingebrezelt und jetzt habe ich einen anderen Guide gefunden. Der spricht dann doch von einer neuen Taktik. Die werde ich jetzt mal probieren. Ich habe meine fetteste Waffe ausgewählt und voll aufgeladen. Gesundheit sieht auch okay aus. Komischerweise bin ich da auf dem halben Gesundheitspunkt. Wusste gar nicht, dass es sowas gibt. Geht der gerade runter? Ich dachte, ich bild's mir ein. So ein bisschen Auto-Healing wäre schon auch nicht schlecht. Ja, ich zeige euch mal die Taktik. Ich hoffe, sie funktioniert. Ich habe sie noch nicht ausprobiert. Aber ich habe schon gesehen, wie sie dann funktioniert. Und das findest du einfach im Eifer des Gefechts nicht raus. Obwohl er einem hier eigentlich schon zeigt, wo er ist, ne? Und wo er getroffen werden will. Aber das Ding ist halt die ganze Zeit da drin. Naja, müssen wir mal gucken. Also erstmal war es schon richtig, dass ich ihn jetzt leer mache. Also erstmal mache ich einen 180. Oh Gott. Dann habe ich jetzt hoffentlich durch meine. Oh. Ach, verdammt! Nicht mal den Satz kann ich zu Ende bringen. Durch meine ganzen Versuche ein besseres Gespür für dieses scheiß Timing, aber nein, habe ich nicht. Die haben einfach so einen Radius, die Dinger. Dass ich da immer wieder reinlaufe, obwohl ich weiß, wie ich laufe. Vielleicht den engeren Weg hier, keine Ahnung. Ich glaube, andersrum war auch immer besser. Also, ich laufe mal eine 8. Warum eigentlich nicht? Habe ich noch nie gemacht. Selbst in der verworfenen Folge nicht. Aber da. Okay, er ist leer. Aber da könnt ihr sehen, in der verworfenen Folge, wie ich das Timing ganz gut hinkriege, wenn ihr es denn seht. So, und jetzt kommt was Interessantes. Nämlich dieser hier. Da muss man ihn so ein bisschen provozieren, dass er zu einem Schlag ausholt und dann legt er sich kurz frei. Und dann kann man ihm in den Bauch schießen. Das sieht total sinnvoll aus, muss ich sagen. Und hat sich effektiv angefühlt. Wenn er allerdings so angerannt kommt, dann sollte man sich auf keinen Fall von ihm slappen lassen. Weil das tut richtig weh. Da hat er mich, glaube ich, einmal so richtig down gebracht. Das will ich nicht nochmal haben. Okay, machen wir mal so rum. Komm, schieß. Weiß nicht, die Runde rum ist mir irgendwie immer lieber. Die geht, glaube ich, noch ein bisschen besser. Weil er mich da nicht so einholt, dass er so dicht neben mir ist, dass die Granate nur so kurz fliegt. Denn wenn sie kurz fliegt, so jetzt sind wir wieder in der Stelle. Mach auf. Das wollte ich jetzt mal. Oh! Okay, das wollte ich jetzt mal nicht provozieren. Scheiße, er lädt nach. Okay, das ist nur dieser eine Moment. Du musst warten, bis er zu diesem Schlag ansetzt. Und er macht wohl sein Bäuchlein nicht immer auf, was man ja gerade gesehen hat. So, jetzt kommt wieder der Schnelle. Oh. Der hat auch mal Rugby gespielt in der Juniorliga, oder? So, jetzt macht's wieder Fump. Ja. Immer schön außen bleiben hier. Ich kann euch jetzt auch zeigen, dass ich das Timing drauf habe. Ich hoffe, ich rede nicht wieder Mist und jinxe es. Immer schön hier auf der Linie lang. Da passiert am wenigsten. So, okay, jetzt haben wir wieder diesen Moment.
Schnauze voll von dir, ey. Das war's? Zweimal da reinballern. Oh, da ist was rausgekommen. Okay, wie viel habe ich noch? Ich bin voll. Falls jetzt nochmal was Unvorhergesehenes passiert. Kopf ist noch dran. Baby ist rausgekullert. Okay. Ich nehme jetzt erstmal hoffentlich... Hallo? Kommt hier noch was? Endgültig die Waffe. Ja, so schnell kann es gehen, ne? Unglaublich, wenn man nur weiß, was man tut. Aber alles davor war schon sehr nervig. Also... Also wie gesagt, eine halbe Stunde damit verbracht, ihn zu plätten oder auch nicht zu plätten. Wenn du halt ihn nicht aufbekommst und nicht weißt, wie er aufgeht. Oh, komm, mein Baby. Der hat's auch hinter sich. Da mache ich nochmal einen leckeren Smoothie draus. Hm? Geht hier noch was? Warum leuchtet denn der? Kommt der jetzt da hinten rein? Hä? Da kommt bestimmt noch ein Ei rein, nämlich dieses da. Aber jetzt mache ich erstmal... Nächste Phase hier. Nächste Phase. Gesunde Ernährung. So, Achtung. Schön ausquetschen. Fantastisch. Finde ich auch gut, dass sie nicht nochmal die gleiche Animation genommen haben, sondern dass der jetzt andersrum liegt als der erste. Ah. Okay. Ich sag mal so, bei jemandem, der so fies zu mir war, da lasse ich das mal gelten. Was ist denn jetzt hier passiert? Hier ist nicht offen. Und das Ding habe ich nicht abgenommen diesmal. Okay, dann gucke ich jetzt, ob da hinten was... Oh. Achso. Mein Gott, wie sehe ich denn inzwischen aus? Und der hat mir wieder Lebensenergie abgezogen. Kann ich denn überhaupt noch wechseln? Okay. Ich kann die Waffe nicht wechseln. Shit. Das ist ja immer noch nicht offen. Geht jetzt hier was? Nö. Was mache ich denn jetzt hier? Trete ich jetzt hier nochmal rauf? Die Dinger habe ich ja auch immer noch nicht verstanden, ne? Ich habe Angst, dass der nochmal aufsteht. Kann ich hier vielleicht... Nee, kann ich auch nicht aufladen. Hier war alles leer gemacht. Soll ich ihn einmal anballern? Lieber nicht. Also ich habe 4 Schuss. Die sind mir heilig. Die könnten nochmal wichtig sein. Achso, ist hier noch was? Auch nicht. Ach Mann, was ist denn jetzt wieder los? Er ist hier ständig nur im Unklaren. Ich kann halt echt nicht wechseln, ne? Hm. Hier war doch auch nichts mehr. Hier kam ich ja gerade her. Hier will er ja gar nicht zurück. Toll. Toll. Da ist man so einen Minischritt weiter und dann geht wieder nichts. Ich kann ja noch nicht mal auf Nahkampf oder so umschalten, also auf den Bohrer. Ey, ich will jetzt keine Munition verschwenden, verdammt. Kann ich sie ablegen? Nein. Hier waren die beiden Eierchens drin. Ja, dann weiß ich doch auch nicht. Einmal in den Rücken rein, was soll's. Toll, ist rübergeflogen. Geht durch ihn durch. 2 habe ich noch. Mal zwischendurch wieder heilen. Oder auch nochmal heilen.
doch alles nicht wahr sein, oder? Jetzt geht's? Warum geht's denn jetzt? Jetzt habe ich schon zwei verballert. Okay, bin wieder voll. Ach so. Das ist Nachladen. Okay, also er hat hier seine Muni. Na, dann kann ich ja rumexperimentieren. Wie denn am besten? Was machen wir denn jetzt kaputt? Das da hinten? Oh. Fette Waffe auf jeden Fall. Mal so ein bisschen über den Boden. Das ist da irgendwo rein. Da rein. Oh. Da hoch. Da rüber. Da rein. Okay, dann wohl da oben rein. Da hätte ich auch gleich drauf kommen können. Dann nochmal nachladen. Das finde ich aber fair, dass ich hier nicht... Ja, die kommen auch unendlich, ne? Das ist ja richtig genial. Ja, finde ich fair, dass mir hier nicht die Munition ausgeht. Na, dann wollen wir mal gucken, was da passiert. Oh. Igitt. Okay. Hier gibt es noch ein Ei. Wo kommt es dann hin? Ich will es ihm eigentlich nicht nochmal einsetzen. Kann ich auch nicht. Kann ich es hier einsetzen? Wäre ja Quatsch. Kann ich es melken nochmal? Ach stimmt, das war auch nur so halb voll, oder? Ah. Nee. Auch das geht nicht. Also was ist denn hier los? Okay, dann gab es noch die eine Stelle da hinten. Soll es hier wieder rein? Aber hier war kein Interaktionspunkt. Doch. Mache ich mir nochmal so einen Boss. Na, fantastisch. Okay, aber der eine hockt ja da zum Nachladen. Das könnte ja was bringen. Oh. Oder ist das ein anderer? Das sieht ja ähnlich aus. Ich renne erstmal weg. Jetzt haben wir gleiche Verhältnisse. Mein Freund. Jetzt wollen wir erstmal gucken, wie du mit deinen eigenen Geschossen klarkommst. Obwohl das ja nicht so viel bringt, weil er ja erstmal verwundbar sein muss, ne, in seinen Phasen. Aber ich kann ja eh auf nichts anderes umschalten. Oh! Lieber erstmal rennen. Das war dumm. Da hätte ich ihm irgendwie hinten reinballern müssen. Okay, also Inventar geht immer noch nicht. Oh, guck, da ist Schießen. 1, 2, 3. Die erste Phase ist ja wirklich Pipifax. Jetzt muss ich bloß gucken, wie ich an ihn rankomme mit der Waffe. Oh. Er lädt nach, aber das war, glaube ich, im Stehen, ja. Noch zwei gehabt. Oder zumindest nur zwei geschossen. Sag mal, sollte es dir nicht zu denken geben, dass dein Kollege da... Oh, jetzt geht's, pass auf. Ah, ich bin leer. Scheiße. Oh, 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 oh. Oh, weg, 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 weg. Ah, diese Animationen, die machen einen ja fertig. Okay, aber ich glaube, ich lade nicht nach oder sowas, oder? Oder lädt er jetzt nach? Nee, ich glaube, der ist dann immer voll. Der hat einfach vier drin und da ist nichts zum Nachladen. Ich habe ja auch nichts zum Nachladen, so ist ja. Also ich habe jetzt vier drin und... müssen dann einfach eingesetzt werden. So, knie dich mal hin, dann gehe ich hinter dich. Yeah! Pass auf jetzt. Ah!
Ey, sorry, wenn der das noch überlebt. Weh, du stehst noch mal auf, du Sau. Oh Gott. Okay, wenn das Baby raus ist, ist die Sache vorbei. Hört man auch oft im Krankenhaus. Den quetsche ich mir auch noch aus. Oh weia. Oh weia. Ja, aber andererseits. Ja, doch, ja. Ich werd ihn mir ausquetschen. Ich quetsche sie alle aus. Wie viel denn bloß noch? Ach Gott, ey. So, haben wir das Ding? Ah, es geht wieder auf. Moment mal, aber jetzt komme ich ja da nicht rein. Da war doch noch ein Ei hinter. Okay, das wird sich irgendwann klären. Wahrscheinlich. Oh. Ah. Ich bin wirklich bald nicht mehr menschlich. Und das ist schon ziemlich cool, dass das Spiel so einen Verlauf nimmt. So, ich sag mal, rückblickend zu dem Bosskampf, wenn man weiß, wie er geht, dann ist er echt cool. Aber zwischendurch war er echt frustig. So, hier geht's nicht. Ich habe da jetzt so ein Teil wieder dabei. Jetzt muss ich mal gucken, was hier noch so alles ging. Jetzt erstmal zurückerinnern, ist ja schon eine Weile her, dass ich hier drin war. Es gab noch so einen Anzug, den ich mir holen konnte. Warte mal, hier ging's. Hier kam ich von oben. War das da? Ich bin woanders mit dem. War das hier? Nee, hier war das alles zum Gucken. Ich bin doch woanders mal runtergefahren. Wo waren das? So, warte mal, jetzt kam ich von da. Da kam ich ursprünglich her. Auf der Seite war die Treppe kaputt. Nee, ich muss runter. Okay, ich muss runter, das war ein anderer Weg. Hier oben war erstmal nichts mehr. Achso, jetzt kann ich ja mal gucken. Nee, ich kann tatsächlich nicht mehr, das war gerade die Inventartaste, ich kann tatsächlich nicht mehr wechseln. Das heißt, ich habe aktuell, ich guck mal an mir runter. Ja. Darauf kann ich nicht zugreifen. Also ich habe keinen Schlüssel, ich habe keine anderen Waffen, zumindest funktioniert das nicht. Kann ich nicht anwählen. So sehe ich das. Okay, ich kam jetzt da raus. Wo war ich denn noch? Ich finde diesen anderen Weg nicht mehr. Hier ist noch was. Nee, hier ist der kaputte Weg. Verdammt! Wo war denn das? Das war ganz am Anfang mal. So, hier kann ich nicht mehr interagieren. Och nö. Ich finde den Rückweg nicht. So, das war ja wohl der richtige Weg. Hier kam die Cutscene, dass mich dieses Viech wieder weiter infiziert hat. Hä? Orientierungslosigkeit. Ach, es ging noch weiter runter, so war das. Ja, hier ist es doch, hier ist es doch. So, jetzt probieren wir mal, ob hier was geht. Nein, es geht nichts. Aber gut, ich kann ja hier reinballern. Hier war ja das erste Mal, dass ich so ein Ding gefunden hatte. Und pump. Aha. Okay, dann geht mal sowas auf. Ich bin gespannt, wann ich mit dem Ding was mache. Da muss doch auch wieder ein Ei rein. Das sieht doch auch wieder wie so ein halber Boss aus. Och, Mann. Obwohl, nee, das ist ja. Ach, das ist ja der. Moment mal. Ich dachte, das wäre jetzt wieder zum Nachladen. Mir fehlen doch zwei. Oh, halt, die habe ich jetzt da reingemacht. Jetzt habe ich. Doch, ich habe zwei. Warum? Warum lädt er hier nicht nach. Was ist denn jetzt los? Ich habe gerade die Interaktionstaste gedrückt, dann hat er diesen gemacht, von wegen. Ach so, da, weil er keine Hand mehr hat, kann er nicht mehr nachladen? Ach du Scheiße. Das wäre ja super ungünstig, oder? Oh Gott. Was gibt's denn hier? Tja, wenn das mal überhaupt noch funktioniert, oder kann ich meine Hand wieder. Oh Gott. Wieder freimachen? Ja. Aha, da kann ich diese Tentakel entfernen. Au, 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 au. Was denn jetzt? Hey! Ich glaube, ich muss schnell sein. Solange ich die Hand noch habe. Nee, okay. Ich dachte, ich. Ah!
Ja, okay. Okay, ich habe die Rechnung verstanden. Also, wenn ich nachladen will, wenn ich mir da was holen will, muss ich kurzzeitig wieder eine Hand haben. Dann verliere ich einen HP. Ja, das ist die Rechnung, die ich eingehe. Na, ist doch fantastisch. Das heißt, für vier Schuss von dem Ding, also vier Schuss von dem Ding kosten mich einen HP. Oder einen halben. Ich glaube, es war jetzt ein halber. Wie viel habe ich denn hier noch? Oh, mein letzter. Ich fülle mal auf. Oh, scheiße, ey. Na gut, okay. Aber coole Idee so. Diese Rechnung so einzubauen, wo dann auch der Spieler selbst drauf kommt, von wegen, ja, ich verliere jetzt Energie. Okay, der Fünfer-Schlüssel. Ich habe ja gar nicht Zugriff auf den Schlüssel gerade. Das heißt, wenn ich einen Schlüssel benutzen will, muss ich auch schnell meine Hand freilegen, ja. Ist ja fantastisch. Gut, also von da komme ich. Wo gehe ich zuerst hin? Rechts. Hat mich jetzt gerade mal angelacht. Vierer. Was hatte ich überhaupt für einen Schlüssel? Kann ich ja gerade nicht sehen. Hier. Ah, ne, hier ist wieder Upgrade-Station. Die wird auch nicht funktionieren, oder? Hä? Achso, ich habe meinen Arm noch. Ah, das sieht gut aus. Ich nenne es immer Upgrade-Station. Ihr wisst, was ich meine. Das sah aus wie eine normale Hand gerade. Da sieht es nicht so aus. Verstehe ich jetzt nicht. Okay, geht der Schlüssel? Nein, aber ich hatte definitiv schon den Vierer-Schlüssel. Oh nein. Okay, ich muss die Hand kaputt machen, um den Schlüssel zu benutzen. Oh, scheiße. Oh, das ist ja eine miese Mechanik. Ich meine, ich finde sie nach wie vor gut, aber sie ist echt mies. Sie ist echt mies. Ich weiß auch gar nicht mehr, was ich für einen Schlüssel hatte. Hatte ich schon den Fünfer? Nee, Fünfer-Schlüssel hatte ich noch nicht, ne? Scheiße. Ich guck noch mal zu der Seite, was es hier gibt. Das funktioniert halt alles nicht. Oh Mann, ey. Was machen wir denn zuerst? Ach, da ist die Schwangere wieder. Okay, also ich habe hier was zum Aktivieren. Und das funktioniert dann hoffentlich auch. Nicht, dass ich umsonst meine Hand freilege. Und dann ist die Frage, ob ich diesen Weg schaffe. Wie lange das. Ja, was war das? So 20 Sekunden? Bis das wieder alles nachgewachsen ist. Ach, so ein Elend, ey. Okay, Viererschlüssel ging auf jeden Fall. Da bin ich mir sehr sicher. Oh, scheiße. Schnell, 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 schnell. Jetzt schnell, 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 schnell. So, am besten alles auf einmal. Einmal den aufmachen. Dann hier rüber. Scheiße, 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 scheiße. Jetzt habe ich nicht geguckt, was es für ein Schlüssel war. Ah! Oh, man schafft es nicht. Man schafft nicht zwei Sachen auf einmal. Oh, ist das hinterhältig. Okay. Oh nein. Ah, dann versuche ich jetzt mein Glück da drin. Mal sehen, wie weit ich komme. Aha, okay. Weg freigelegt. Was ist hier? Hier wäre ein Nachladen. Da ist jetzt gar kein Interaktionspunkt zu sehen. Drei Schuss habe ich ja noch. Okay, hier kriege ich den Fünfer-Schlüssel. So, das geht natürlich auch wieder nicht. Oh, scheiße, ist das eine miese Nummer. Okay, hier Ärmchen aufmachen. Oh Gott. Und schnell den Fünfer-Schlüssel holen. Ah, lauf, 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 lauf. Ich kann mich nicht bewegen. Nein, 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 es war hier. Oh. So. Okay, das ist der Fünfer-Schlüssel. Damit war das jetzt vorbei. Ist das super. Ich bin irgendwie begeistert davon. So, und jetzt ist ja die Sache, also als nächstes lege ich mir wieder den Arm frei, muss. Und dann haben sie auch noch extra diesen langen Weg gebaut, natürlich. Muss hier rumlaufen. Und ehrlich gesagt, habe ich so die Vermutung, ich schaff's gar nicht bis dahin. Da ist der Arm wieder nachgewachsen. Also mache ich als nächstes, und dafür habe ich dann ja auch den Fünfer-Schlüssel, mache ich den hier, der jetzt nicht funktionieren dürfte. Genau, also ich habe ihn, aber ich kann ihn nicht benutzen.
Ja, und jetzt muss ich diesen Weg hier gleich richtig, richtig schnell ablaufen. Oh, das wird super knapp, okay. Aber es müsste klappen. Es muss klappen, eine andere Idee habe ich noch nicht. Aua. Dieser Schrei immer. Könnten sie gleich den Wilhelm Scream machen, das wäre auch lustig. Ja, halt durch, halte durch, halte durch. Oh Gott. Oh Mann, ey, das, also, ja. Also das andere wird nicht gehen. Das ist hier schon das Maximum. Mehr kann ich nicht ablaufen. Krass. Okay, hier noch drei Munition. Dafür werde ich meinen Arm sicherlich nicht opfern. Gesundheit sieht nicht gut aus. Da passiert irgendwas. Vielleicht gibt es auch irgendeine Apparatur, die mich wieder heilt. Hier ist wieder ein schöner Balkon. Ich glaube, ich bin auf der Prinzessinnen-Suite. Ah. Gut, dann wollen wir mal gucken, ob du was für mich tun kannst. Nein, kannst du nicht. Och nö. Och nö. Was ist hier? Nichts. Scheiße, warum bin ich hier rein? Kann ich noch irgendwas abfeuern? Kaputt machen? Och komm. Ist hier was? Nee. Ah, da ist immer kurz der Punkt, aber nee, das dreht sich halt so, dass es nicht sein soll. Tja, schade. Jetzt haben wir hier aufgemacht und haben nichts davon. Ich bin mir sehr sicher, dass ich diesen anderen Weg nicht schaffe. Okay, was muss man denn hier machen? Muss man hier was einsetzen? Das letzte Ei? Könnte doch sein. Gut, dann versuche ich mal. Hier ist. Da war ich schon. Dann versuche ich mal zu gucken, dass hier im Dunkeln irgendwas ist, was ich noch nicht gesehen habe. Ich sehe auch selber echt gerade extrem wenig, also ihr wahrscheinlich auch. Okay, gab es noch irgendwo eine Druckplatte, wo ich was feuern konnte oder was anderes? Was ist das hier? Da geht es nur runter. Das schaffe ich niemals. Da bin ich mir so sicher. Das ist so ein langer Weg, oder? Also ich bin. Man kann sich ja mal den Weg angucken. Ich bin hier. Das sind irgendwie 6 Meter. Und das sind 10 Meter oder so mindestens. Und das kam mir extrem knapp vor. Wäre natürlich cool, wenn man das Ding noch dreht und dann den geraden Weg läuft und es dann schafft. Und das würde ich doch mal meinen, geht dann wenn von woanders her. Tja. Soll ich da was hochfumpen? Eher nicht, ne? So, das hier hatte ich. Da passiert dann auch nicht nochmal was. Da war die Handstation. Hier geht nichts ohne Hand. Ich gehe nochmal zurück. Ich guck nochmal, ob irgendwas offen war, was ich tun konnte. Warte mal, hier war das. Ja, eigentlich nicht, ne? Hatte ich schon alles durch. Kann ich nochmal zurück und das letzte Ei holen? Kann ich überhaupt nochmal da durch? Achso, hier ist ja gar nichts mehr dran. Ja, hier muss es doch nochmal reingehen. Da war doch noch so ein Ei hinter Gittern. Brauche ich dafür nochmal so eine Kartusche? Wo habe ich die denn zuletzt gelassen? Da bin ich jetzt auch gerade ahnungslos, oder habe ich die an mir dran gerade? Trage ich die mit? Habe ich die da reingemacht und es ging nichts mehr? Nee. Hier nicht. Das hat sich schon weggedreht. Ich weiß auch gar nicht mehr, ob ich da schon. Ach, das war wieder die andere Seite, die kaputt ist. Ich fürchte, ich muss das mal riskieren. Mit der Gesundheit den Weg abzulaufen. Also da ist nichts mehr. Ich könnte jetzt noch mal hochgehen. Also ganz hoch und noch mal gucken. Da war aber nichts. Da war nichts. Hier gucke ich darunter. Ob ich noch irgendwo was schießen konnte. Es gab keine Druckplatte mehr, behaupte ich. Das hier war alles nur zum Gucken.
bisschen sehr still, so im Moment. Nicht, dass ich den hier noch abballere oder so, dass dann auf die Entfernung was passiert. Ich will ja nach wie vor hier irgendwie mal ankommen. So, das ist die andere Seite, da wird auch nichts gehen. Ja, Mist, 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 Mist. Ich schätze, ich laufe es ab. Hier ist die kaputte Ecke. Da kam ich her. Da dürfte nichts mehr verblieben sein. Wo kam ich eigentlich her? Ach ja, von unten. Genau. Wäre natürlich krass, wenn ich ihr hier jetzt eine Granate in den Bauch feuer. Ist schon so einladend rot. Nee, da komme ich noch irgendwie hin. Auf die Entfernung geht da nichts. Ich würde sagen, ich versuche es abzulaufen. Aber ich kürze es mal ein bisschen ab. Den Weg müsst ihr jetzt nicht mehr mit mir gehen. Die Folge ist mal rum. Beim nächsten Mal, denke ich, seht ihr mich sprinten. Ich glaube nicht so ganz dran, aber man muss es ja eruieren, ne, ob es geht oder nicht. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss.